was ja bei diesen ganzen aufgeregten Berichten dauernd untergeht, den Berichten über das klamme Griechenland und seine dauernden Liquiditätsprobleme. Kannst jetzt diese Rate an den IWF zahlen oder jene an die EZB und die Zinsen an den Rettungsfonds, ist ja, dass das Kartenhaus enthüllt, das Kartenhaus dieser fatalen Rettungspolitik, der Euro-Rettungspolitik. Man gab bankrotten Staaten, damit die ihre Kredite bedienen können, bei den Banken, die ihrerseits praktisch bankrott sind, weil sie ja bankrott wären, wenn die überschuldeten Staaten ihre Kredite nicht mehr bedienen würden. Also gab man diesen bankrotten Staaten noch mehr Kredite, damit sie die alten Kredite bedienen konnten, um die Banken zu retten, hat man ihnen das gegeben. Und jetzt brauchen sie immer mehr Kredite, um die alten neuen Kredite bedienen zu können. Ein Game auf alle Ewigkeit könnte das sein, wenn es nicht irgendwann mal kracht. Ja, so brillant hat man das gemacht. Die Eurozone, ein richtiges Kartenhaus, ein House of Kartenhaus. Sehr gescheit haben die das gemacht, die Euro-Retter. Das sind die, die uns immer was über solides Wirtschaften erzählen wollen. In der Zeit, also der Hamburger Zeit, habe ich diese Woche einen verstörenden, ganz hinten im Religionsteil versteckten Artikel gefunden. Also eine Geschichte, die sich so nacherzählen lässt. Also im Jänner, da haben Dschihadisten die Redaktion von Charlie Hebdo überfallen. Die Redaktion haben die praktisch beinahe ausgerottet. Doch diese Aktion provozierte beispiellose Solidarität und Entschlossenheit, also die Entschlossenheit der Redaktion, sich nicht zu beugen, und die Solidarität bei den Leuten. Hunderttausende haben Abos bestellt, haben Geld gespendet, und die Verlagskassen, die sind jetzt so prall gefüllt, dass die Kohle für 10 Jahre reicht. Und jetzt beginnt sich die Redaktion über Macht und Geld zu zerstreiten. Also was die Terroristen nicht schafften, das schafft jetzt das Geld. Oder was der Islamismus nicht schaffte, das schafft jetzt der Kapitalismus. Und das erinnerte mich dann ein wenig an ein Schwundgeldexperiment in Berlin-Prenzlauer Berg Anfang der 90er Jahre. Das war so eine Art sozialkritische Kunst- und Künstleraktion. Also Künstler entwarfen Geldscheine, die zu einem gewissen Betrag in D-Mark umgewechselt werden konnten und die von den verschiedenen Läden im Bezirk dann akzeptiert wurden. Und das Raffinierte dahinter war, dass die jede Woche um 10 Pfennig, glaube ich, an Wert verloren haben. Also musste man eine Marke kaufen und draufkleben, damit sie ihren ursprünglichen Wert behielten. Und die Idee dahinter war einerseits, den Wirtschaftskreislauf im Viertel anzukurbeln, was damals ja noch ein Krisenviertel war, nicht der reiche Bobo-Bezirk von heute. Und zweitens, einen Anreiz zum Ausgeben des Geldes zu schaffen. Horten führte zu Wertverlust. Aber der Witz daran war nun, dass die ausgebende Zentralbank, ich glaube, das war irgendeine Galerie, wie sich später herausstellte, genau diese 10 Pfennig pro Woche und Geldschein an Gewinn machte. War, glaube ich, vorher gar nicht so richtig durchdacht und durchgerechnet worden. Hat man irgendwie nicht gewusst, aber dann hat sich's herausgestellt. Und dann begann der Streit darüber, wem dieser Gewinn gehört. Also das Geld politische und geldkritische Experiment endete damit, dass man sich über Geld überworfen hat. Das war also gewissermaßen die Wahrheit, die das Experiment enthüllte. Die Wahrheit, die es ja eigentlich gar nicht enthüllen hätte sollen, nämlich wer sich als der geldgierigste Hipster entpuppte. Und die Spießer würden jetzt sagen, ja, Geld verdirbt den Charakter. Oder sie würden auch sagen, Geld enthüllt die menschliche Natur. Da sieht man wieder, jeder ist käuflich. Die Geldkultur ist also der menschlichen Psyche schon angemessen. Jeder, der für mehr Gleichheit oder mehr Kooperation ist oder der dafür ist, dass nicht alles käuflich ist und nicht alles Ware ist, ach, das sind alles Träumer, die an der menschlichen Natur vorbei argumentieren, die die nicht akzeptieren wollen oder sehen wollen. Gut gemeinte Romantik, die immer an der menschlichen Natur scheitern wird. Aber man kann diese Geschichte natürlich auch anders erzählen, nämlich dass es so etwas wie eine menschliche Natur in einer Art von Naturgesetzlichkeit gar nicht gibt, weil wir ja alle das Ensemble unserer gesellschaftlichen Verhältnisse sind, wie das mal ein kluger Kopf formuliert hat. Umfeld, die Kultur, gesellschaftliche Organisation, die Art der gesellschaftlichen Organisation, in der wir leben, die etablieren eben Anreizsysteme. Sie konditionieren uns, erziehen uns, modellieren uns quasi. Also, selbst wenn man anerkennen würde, das Streben nach Eigennutz und
Wettbewerb um Güter, Ansehen, um Reputation, was auch immer, zur menschlichen Natur dazugehört, dann kann das ja dennoch eben auch bedeuten, dass die jeweiligen Umstände und die jeweiligen gesellschaftlichen Umstände eben dann bestimmen, welche Ausformungen das annimmt. Wenn die Umstände sind, dass Geld über alle Lebenschancen bestimmt, dass materielle Geldressourcen die wesentlichste Quelle dafür sind, ob ich zum Beispiel tun kann, was ich will, sei das Musik machen, Gedichte schreiben, ein Haus bauen, eine Familie gründen, was auch immer. Wenn da zum Beispiel Talent und Obsession und Engagement gar nichts zählen, aber Geld alles zählt. Oder wenn sie meinetwegen auch zählen, aber am Ende das Geld zählt. Wenn Güter zum Beispiel primär Positionsgüter sind, also Güter, mit denen ich zeige, dass ich erfolgreicher bin als der Nachbar. Und der Nachbar folglich die Güter auch braucht, um zu zeigen, dass er mit mir mithalten kann, dann etabliert das ein Luxusfieber. Und man weiß aus der Geschichte, ja auch aus der Geschichte des Kapitalismus, dass es mal mehr und mal weniger Luxusfieber gibt und gab. Wenn man all das erwägt, dann sieht man, dass das oder einiges zumindest erst geschaffen wird, was man hinterher dann als die menschliche Natur ausgibt. Aber dabei, und das soll man nie vergessen, ja, soll man nie nur schimpfen aufs Geld. Das Geld, das hat nämlich viele Vorteile und Nachteile zugleich. Ein Vorteil ist, es befreit uns aus sozialen Zwängen. Ich muss dem Bäcker nicht schön tun und freundlich tun, damit er mir sein Brot gibt. Nein, ich kann es kaufen, wenn ich Geld habe, und muss mich mit dem überhaupt nicht unterhalten, wann ich nicht will. Das heißt, es erweitert meinen sozialen Radius, das Geld, über das engste Beziehungsgeflecht hinaus. Dank Geld kann ich gewissermaßen mit jedem tauschen, ohne dass ich irgendeine Form des persönlichen Verhältnisses zu ihm oder zu ihr habe. Und das ist ein Vorteil, natürlich, aber es hat auch seinen Nachteil. Es reduziert alles auf die nackte, bare Zahlung. Und das Gute am Geld ist auch, es schafft diese Rastlosigkeit der modernen Kultur und der modernen Zivilisation. Die tollsten Dinge sind oft nur erschaffen worden, weil Leute Geld brauchen oder noch mehr Geld wollten. Dieses mehr und neu und schöner und besser und neuer und besser, ja, das etabliert das Streben nach Geld. Und nicht nur Turnschuhe und sonstige Konsumgüter werden produziert, weil irgendjemand ein Profitinteresse dahinter hat. Seien wir uns ehrlich, viele Romane wären nie geschrieben worden, hätte der Autor, hätte die Autorin nicht Geld gebraucht. Aber das ist eben auch das Schlechte, diese Rastlosigkeit. Ich muss, ich muss, ich muss. Es verwandelt das Gute ins Böse, die Liebe in Schmutz. Es ist der Geist, der stets das Gute will und stets das Böse schafft und umgekehrt. Also das Gute und das Schlechte zugleich, das ist das Produkt unserer Geldkultur. Das Beste und das Schlimmste kitzelt's aus uns heraus. Also ich würde mich morgen sicher nicht aus dem Bett raffen und zum Schreibtisch schleppen und mir irgendeine gesellschaftskritische Philippika ausdenken, wenn ich nicht die Kohle bräuchte. Ich würde glatt liegen bleiben und in die Sonne blinzeln. Mein Geschäft ist ja, die Geschäfte anzuprangern. Und manche von Ihnen werden jetzt vielleicht sagen, da danke ich dem Kapitalismus dafür, dass er so schöne Videoblogs geschaffen hat und dem Miesig seine Bücher und seine Artikel und all dieses tolle Zeug. Und andere wiederum werden sagen, Profitgier, der Hunger in der Welt, McDonald's, das Privatfernsehen, das ist ja alles schon schlimm genug, aber dass uns dieser Kapitalismus zu allem Überdruss auch noch den Miesig eingebrockt hat, das werden wir ihm nie verzeihen.